sind die Weltspiele der Sportler. Also es geht für einen Sportler, für einen Athleten eigentlich nichts drüber. Es treffen sich die Leute, die 4 Jahre lang in diesem Zyklus trainieren, die darauf hinarbeiten, die in Anführungszeichen auch auf viel verzichten. Im Prinzip nach der Abschlussfeier in London hat man darauf hingearbeitet, Ziel Rio. Ich habe immer so schön gesagt, auf meinem Weg nach Rio 2016, und jetzt kommt es langsam nah, es sind nur noch ein paar Tage über 100, ne? Also es ist unglaublich, es ist einfach eine tolle Sache. Ja. Natürlich das Wichtigste ist, dass wir die Strecken kennen. Wir haben die Strecken eben im Profil, wir haben die Strecken in kleinen Videosektionen, haben die schon zerlegt, haben die mit der Mentaltrainerin schon zerlegt und sind eigentlich drauf. Wir könnten eigentlich heute schon starten, wenn es nach mir ginge. Ne? Ich war auch in dem Jahr 2012 relativ gut unterwegs, konnte einen Weltmeistertitel und einen dritten Platz bei einer Weltmeisterschaft belegen. Und dann hat mich 12 Tage vor unserer Abreise eben ein betrunkener Fahrer hier ganz in der Nähe umgefahren. Ich hatte diverse Verletzungen und da war für mich eigentlich der Traum London 2012 erledigt. Und das Umfeld hat mich einfach dazu überredet, fast schon genötigt, dann doch zu starten. Ja, und dann kam eben der Start vom Einzelzeitfahren und ich habe gedacht, gut, jetzt bin ich da, jetzt fahre ich auch mit und habe auch keine Ambitionen gehabt auf irgendwas. Plötzlich fahre ich durchs Ziel, dann war es die Silbermedaille, also es war schon ein unglaubliches Gefühl, also das kriege ich jetzt sofort wieder Gänsehaut. Als Doppelweltmeister auf beiden Strecken, die ich in Rio fahren darf, und als Gesamtweltcup-Sieger auf diesen Strecken, dass natürlich ein Podestplatz drin sein muss, das ist einfach ganz klar, und insgeheim hat man da nicht noch eine andere Erwartungshaltung.